Hallo, mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute beim Intro-Video dabei bist. Du wirst in diesem Lernzyklus zwei Freunde auf einer Shoppingtour begleiten und somit in die Welt der Sachaufgaben mit Dezimalzahlen eintauchen. Du kommst genau richtig. Verena und Emil wollten heute eine Shoppingtour machen und dabei alles Mögliche einkaufen. Wir werden ihnen dabei helfen. Kommst du mit? Los geht's! Ich bin gespannt, wo Verena und Emil auf ihrem Shoppingtrip überall auf Mathematik und Dezimalzahlen treffen werden. Um Verena und Emil bestmöglich zu helfen, wiederholen wir aber erstmal die Grundlagen, welche das Lösen einer Sachaufgabe vereinfachen. Das Lösen einer Sachaufgabe besteht aus drei Teilen: Lesen der Aufgabenstellung, Rechenvorgang, Antwortsatz verfassen. Es ist besonders wichtig, dass wir erkennen, welche Textinformationen für einen Rechenvorgang wichtig sind und welche nicht. Genauso wichtig ist es, dass du die Schlüsselwörter in den Sachaufgaben findest, um dann die Rechnung durchführen zu können. Doch was genau sind Schlüsselwörter? Wir probieren das gleich mit Verena und Emil aus. Verena und Emil stolpern im Einkaufszentrum über einen Eisladen und würden gerne ein Eis essen. Allerdings ist die Schlange vor dem Eisladen sehr lange. Drei Männer und fünf Frauen warten sehnsüchtig auf ihr Eis. Verena und Emil stellen sich in der Schlange an. Ein Mann braucht durchschnittlich 1,5 Minuten, um das Eis zu bestellen. Eine Frau hingegen braucht meistens nur ca. 0,5 Minuten, um sich zu entscheiden. Wie lange müssen Verena und Emil insgesamt warten, bis sie an der Reihe sind? So, zuerst hältst du Ausschau nach den Zahlen. In unserem Fall kreisen wir also die 3, die 5, die 1,5 und die 0,5 ein. Insgesamt solltest du also vier Zahlen eingekreist haben. Danach suchen wir die Schlüsselwörter und markieren diese mit einem anderen Stift. Wir unterstreichen uns die Wörter 3 Männer, 5 Frauen, ein Mann 1,5 Minuten und eine Frau 0,5 Minuten. Nun können wir unsere Rechnung aufstellen. Wenn ein Mann 1,5 Minuten braucht, wie lange brauchen dann 3 Männer? Richtig, 3 mal 1,5 Minuten, also 4,5 Minuten. Wenn eine Frau 0,5 Minuten braucht, wie lange brauchen dann 5 Frauen? Genau, 5 mal 0,5 Minuten, also 2,5 Minuten. Als nächstes addieren wir beides und erhalten die Gesamtzeit. 4,5 plus 2,5 ist gleich 7, also 7 Minuten. Super, wir haben das Ergebnis. Nun fehlt nur noch was? Richtig, der Antwortsatz. Dazu betrachten wir wieder die gestellte Frage und wandeln diese um. Wie lange müssen Verena und Emil insgesamt warten, bis sie an der Reihe sind? Verena und Emil müssen insgesamt 7 Minuten warten, bis sie an der Reihe sind. Wir fassen nochmal zusammen. Sachaufgaben sind Rechenaufgaben, welche in kleine Geschichten verpackt sind. Mit Hilfe einer Rechnung knackt man die Aufgabe. Dann formuliert man eine Antwort auf die Frage. Schwierig? Nein, überhaupt nicht. Das Intro hast du jetzt erfolgreich absolviert. Klopf dir lobend auf die Schulter, atme tief aus und dann sehen wir uns gleich im Basic-Video wieder.